Hallo meine Lieben, eine kleine Mod-Vorstellung mal wieder von mir. Heute geht es um den Fendt 700 Vario Editions Pack. Version ist 2.1.0.0. So. Ich weiß zwar nicht, ob jemand das so sagt, aber ich habe es jetzt mal so gesagt. So, wir gehen jetzt mal in den Shop rein. Wir fangen an. Es ist ein mittelgroßer Traktor. Jetzt kommen wir hinten hin. Da haben wir sie. Es sind zwei mal vorhanden. Einmal der mit 158.000, der fängt an mit 165 PS bis 290. Und dann habt ihr den nochmal mit 150 PS bis 296, stufenlos. Wir nehmen einen größeren davon jetzt. Reifenvariante habt ihr Trelleborg, Michelin, Continental, Dimitas, BKT-Reifen, Redstein und Nokia-Trees. Und dann sind wir wieder bei Trelleborg. Reifenvariante haben wir halt normal Standard mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung, nochmal Zwillingsbereifung und Flebereifung. Die Flebereifung sieht gar nicht so schlecht aus. Sind zwar schmale Reifen, aber nicht zu schmal. Design haben wir jetzt mal Standard. Dann gibt es die Bayern Gamer Edition, nennt die sich. Dann haben wir die Yellow Edition, die Blue Edition, Green Edition, Red Edition und Standard wieder. Wir nehmen mal die blaue. Bayern. So, Design ja oder nein, kann man jetzt wählen, wie man möchte. Das Design ist das hier unten. Sieht man jetzt, wenn ich jetzt klicke, ist das Design weg, also das Logo. Rahmen habt ihr auch. Mit Stangen, mit Seilen, mit Ketten oder halt nicht. Frontlader, Quickie, Hauer, Fendt oder nicht. Motorausführung geht halt 150 PS, 171, 188, 209, 228 PS, 246 und 296. So, wir haben die Hauptfarbe, die können wir auch noch wählen, wenn wir möchten. Wir nehmen mal wieder meine Lieblingsfarbe. Zapfwellenabdeckung, wenn man sie nicht, wenn man so ein bisschen anders haben möchte. Luftauslässe hat man ja hier auch. Die kann man zum Beispiel schwarz machen, wenn man möchte. Felgenfarbe habt ihr auch. Viel Farben drin. Wir nehmen mal das Hellgrau. Und halt Kennzeichen. So, jetzt gehen wir aber nochmal zurück. Weil ihr habt hier viele, viele Sachen. Viel drin. Darum. Ihr habt auch Simple IC ist auch drin. Alle Konfigurationen beinhalten ein volles LED-Licht. Also. Und ihr habt sowohl passende Michelin AXIO BIP Design-Konfiguration. Die können wir uns mal angucken bei Michelin, was das bedeutet. Da seht ihr schon. Seht ihr? Einen kleinen blauen Rahmen hier an der Felge. Oder wer gerne auf gelben steht, ein bisschen gelb dran. Oder Blue Edition. Kann man hier dann auch ändern auf Blue Edition, wenn man möchte. Wenn wir es gleich haben. Ich möchte aber lieber Fendt im hellen Blau haben. Der nimmt halt dann die Bayern Edition. Die Grün Edition. Die Red Edition. Halt normal Radgewichte halt. Wir nehmen mal die Bayern Edition. Wir machen alles auf Bayern. Jetzt mal. So sieht das gute Stück aus. Ich schon gesagt, ihr könnt hier so viel einstellen, dass. Wir kaufen das Ding jetzt mal so, wie es ist. Das ist ohne die Konfiguration, so wenn ihr dann so einen Standard nehmen würdet. Ich habe den jetzt mal hier so genommen, hier mit Simple C. Kann ich auch wegmachen, wenn ich das nicht brauchen sollte. So, Tür könnt ihr aufmachen. Könnt einsteigen. So, und von innen könnt ihr auch noch wieder zumachen, die Tür. Klapp. Also Simple IC, reichlich verbaut. So, weil es ja eh so warm ist, können wir hier mal die Luke mal ein bisschen aufmachen. Hinten auch mal ein bisschen Frischluft rein. Jetzt fahren wir mal eine kleine Runde damit.
Ups, habe ich gerade im Franzosen wohl gerade die Vorfahrt genommen? Ja, okay. Nein, also wunderbares Gerät. Läuft wie eine 1. Gucken mal, wie sieht es denn mit Fehlern aus? Gibt es irgendwelche? Nein, alles in Ordnung. Also kein Gemeckere, ist fehlerfrei. Der Mod. Wir schauen uns aber jetzt nochmal an, wie es im Dunkeln aussieht mit den LED-Beleuchtungen. Da gehen wir mal ein bisschen in die Nacht. Ich lasse mal die Jungs hier vor. Jetzt werden sie nochmal nöckelig. So, und wieder zurück auf die Straße. Ihr seht, ihr habt schon eine kleine LED-Beleuchtung. Jetzt, wenn ich blinken gehe, wird das richtig animiert. Hier auch. Vorne. So. Ach man, die Franzosen nerven hier gerade auf der Karte. Ja, ich fahre ja schon an Seite. So. Also, funktioniert auch. Jetzt gehen wir mal auf die restliche Beleuchtung ein. Ah, sieht schon mal gut aus. Schön hell. Noch. Hierfür fällt nach hinten. Und jetzt machen wir mal volle Kanne an. Alles an. Seht euch das mal an. Jetzt nachts auf dem Felde mit der Beleuchtung. Ich glaube, da habt ihr keine Probleme mehr. Könnt ihr schön arbeiten. Habt einen richtig schönen hellen Lichtkegel. Ihr seht wirklich fast alles. So, die Besonderheit, ich weiß gar nicht, ob ich die euch gerade gesagt hatte. Es gab da noch irgendeine Besonderheit. Ah ja, genau. Den automatischen Dark-Modus deaktivieren oder aktivieren. So. So, jetzt aktiviere ich den nämlich. Jetzt im Dunkelmodus, weil die Monitor waren ja deaktiviert, was dunkel ist. Jetzt habe ich sie eingeschaltet. Jetzt sind sie dauerhaft aktiviert. Wer sagt, oh, die stören mich aber im Dunkeln, die Monitore, die brauche ich eigentlich nicht. Ja, gut. Er schaltet halt wieder um, dass er nur halt minimale Beleuchtung hat an den Monitoren. Und auch das Display für Kilometeranzeige und Umdrehung halt recht minimal im Dunkeln gehalten. So, das war meine kleine Vorstellung. Der liebe Bone 2510 hat das gemacht. Super Gerät. Reichlich Arbeit, denke ich mal, hat er da reingesteckt. Also darum danke ich ihm auch dafür, dass er das gemacht hat. Und wer den Mod mag, einfach runterladen. Link haue ich wie immer unten rein. Wer nicht mag, jo, der lädt den halt nicht runter. Ganz schlicht und einfach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Man sieht und hört sich. Ciao, ciao.